Wir sind Christopher und Andrea. Wir leben und reisen in einem ehemaligen Polizei-LKW, den wir zum Camper umgebaut haben. In diesem Teil geht es für uns von Baden-Württemberg in die Schweiz und es gibt Komplikationen bei der Einreise. Ja, ich habe gerade auf der Karte, so auf Satellitenaufnahmen, habe ich so geguckt, wo so ein schöner Platz ist oder vielleicht auch zum Baden. Hier ist ein schöner Platz, aber man kommt hier nicht her, weil da mal wieder eine Schranke davor ist. Und baden, glaube ich, will ich hier jetzt auch nicht. Das sieht nicht so einladend aus, aber es ist trotzdem hübsch. Ja, hier kann man leider wirklich nicht runterfahren, weil, wie gesagt, wegen der Schranke. Aber es ist nicht so schlimm, das ist nicht so weit weg von unserem Parkplatz. Der ist jetzt nicht ganz so schön, wir bleiben da an diesem Bahngelände stehen. Bei der Sauschwänzlebahn. Genau, bei der Sauschwänzlebahn. Sieht auch ganz cool aus. Ja, werden jetzt noch mal ein bisschen einkaufen, werden uns ein Essen machen und dann hier heute Abend noch mal hergehen und hier so ein bisschen den Tag ausklingen lassen. Genau. Ich muss jetzt erstmal aufs Dach gehen und ein bisschen putzen, weil wir haben gerade festgestellt, wir standen in den letzten Tagen immer im Schatten, weil das so warm ist. Und ja, unsere Batterien waren irgendwie nur noch halb voll. Und jetzt habe ich mal drauf geguckt und wir kamen irgendwie nur die halbe Leistung, obwohl wir gerade mittags haben und strahlenden Sonnenschein. Also aktuell kommen gerade, glaube ich, mal 300 Watt rein. Theoretisch könnten wir halt 900 reinbekommen. Und ich habe mal geguckt, die sind ganz schön sandig und dreckig, die Paneele. Und dann werde ich jetzt mal putzen und mal gucken, was danach reinkommt. Dann schauen wir mal nach, ob es was gebracht hat und wenn ja, wie viel. Oh, war ganz schön warm auf dem Dach. Ja, vorher waren es 300, jetzt sind es 400. Also hat es gut 100 Watt gebracht, das sauber machen. Also hat sich das Durchschwitzen gelohnt. Da sind ja auch mehrere Faktoren, die da reinspielen in so eine Anlage. Also wir sind jetzt halt auch vom Winkel her nicht optimal ausgerichtet zur Sonne. Und die Temperatur ist natürlich auch mal ein Faktor. Wenn es heißer wird, bringt es ein bisschen weniger Leistung. Und wenn man sich besser hinstellt, wenn wir uns anders positionieren würden, wird auch noch mehr Leistung reinkommen. Fast hätten wir das Wichtigste vergessen, bevor wir in die Schweiz fahren, nochmal voll zu tanken. Eben wirklich, ich glaube, es ist jetzt Kilometer bis zum Grenzübergang und zum Glück haben wir dann noch eine Tankstelle gesehen, sonst hätten wir uns voll verdüst. Das hätten wir uns aber geärgert in der Schweiz. Ja, ist nicht ganz so problemlos, wie wir es dachten. Wir warten jetzt hier beim Zoll und ich bin halt reingegangen und habe halt gefragt wegen dieser Anerkennung zum Veteranenfahrzeug, damit wir mautbefreit sind. Er wusste erst gar nicht, was ich meinte, hat sich dann aber informiert und wir warten jetzt, glaube ich, schon ungefähr eine halbe Stunde und das Problem ist so ein bisschen, weil wir nicht mehr im Originalzustand sind und ihnen reicht wohl das deutsche Gutachten nicht aus. Und er ruft jetzt mal beim Hauptzollamt an, also er gibt sich echt Mühe, ist auch ein ganz netter, ist halt ein recht junger Kollege. Und jetzt müssen wir halt erstmal abwarten, mal sehen. Also im schlimmsten Fall müssen wir halt die Schwerglastabgabe noch zahlen. Andrea lädt schon gerade die App mal runter, damit wir uns da registrieren können. Aber noch haben wir Hoffnung. Mal abwarten. Ja, wir sind jetzt endlich in der Schweiz angekommen. Wir stehen hier in so einem kleinen Dorf beim Kumpel und wollen heute halt noch mal ein paar Sachen erledigen, so mit Internet und sowas. Und gestern der Grenzübertritt hat halt nicht ganz so gut geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es hat geklappt, aber hat ziemlich lange gedauert, weil wir wollten ja diese Schwerlastabgabe, weil wir halt 3,5 Tonnen wiegen, müssten wir Schwerlastabgabe bezahlen und die wollten wir eigentlich halt nicht bezahlen, weil wir ja als Veteranenfahrzeug anerkannt werden können, dachten wir zumindest. Die ein H-Kennzeichen haben und die bisher in der Schweiz reingefahren, hatten damit nie Probleme. Aber wir hatten halt einen relativ jungen Zöllner. Als ich gesagt hatte, ich hätte gern die Anerkennung als Veteranenfahrzeug, wusste er halt gar nicht, was ich meinte. Musste sich dann halt erstmal belesen und kam dann irgendwann nach einer Stunde, kam er dann zurück und meinte, ja, das geht so nicht, weil wir halt jetzt ein Wohnmobil sind. Als Veteranenfahrzeug muss man den kompletten Originalzustand haben. Und da hilft es halt auch nicht, dass wir ein Gutachten aus Deutschland haben. Also er war super nett, alles gut, aber wir konnten halt jetzt ihn ja nicht beweisen, dass das nicht so ist und mussten halt diese Schwerlastabgabe bezahlen. Ging jetzt aber auch noch. Also ich dachte, die wäre höher. Wir haben jetzt für einen Monat, dürfen wir jetzt in der Schweiz sein, haben wir jetzt 60 € bezahlt.
Wir sind gerade ein bisschen wandern. Da unten stehen wir. Daher bei diesem Campingplatz ist halt eine alte Sprengstofffabrik. Ja, das ist schon etwas gemein. Hier ist halt gerade richtig Wind. Aber das Kitesurfen ist hier verboten. Also mit dem Ringkite ist okay, Windsurfen ist okay. Aber hier von dieser kleinen Halbinsel darf man halt nicht starten mit einem Kite, weil es war wohl mal erlaubt irgendwie Anfang des Jahres. Und dann war hier halt so viel los mit den Schnüren, alles vertütert, dass hier keiner mehr rangekommen ist. Und deswegen ist es halt verboten. Und das tut gerade schon ein bisschen weh, das hier zu sehen, dass die anderen alle auf dem Wasser sind und ich nicht. Das ist voll gemein. Ganz hinten am Ende des Sees, da ist wohl irgendwie eine Kiteschule und die fahren halt mit Boot raus. Und dann wird man mit Boot rausgebracht und kann da fahren. Und das ist wohl erlaubt, aber von hier leider nicht. Ja, wir sind jetzt ein bisschen weiter gefahren. Wir waren jetzt ja auf dem Campingplatz übers Wochenende und waren da halt mit ein paar Freunden zusammen, die wir auch schon ewig nicht mehr gesehen haben. War richtig schön, hat Spaß gemacht. Und ja, ist aber halt, Campingplatz ist immer halt eine kostspielige Angelegenheit. Und in der Schweiz sowieso? Also das war jetzt wirklich ein Basic-Campingplatz. Also das war nur Schotterplatz eigentlich. Wir standen zum Glück noch ein bisschen auf der Wiese. Mit eigentlich keinem Luxus, also ein Duschcontainer, also ganz wirklich ganz einfache Duschcontainer und reicht aus. Warmwasser war auch, das ist halt viel wert, reicht uns ja auch in den meisten Fällen, aber wir haben halt trotzdem nur fürs Wochenende jetzt für uns beide mit dem Auto halt 90 Euro bezahlt. Mhm. Und das ist schon eine ganz schöne Rechnung. Ne? Aber also, uns wurde gesagt, das ist auf jeden Fall wirklich basic und das ist nicht, also ist noch sehr, sehr günstig. Ja, genau, also normalerweise heißt wohl das Doppelte hier in der Schweiz auf dem Campingplatz, also ja, gut. Ist okay, können wir mit leben. Der Platz ist auch direkt am Vierwaldstätter See und das ist sowieso schwierig mit den Parkplätzen. Also die meisten sind sowieso zum Bezahlen und deshalb mit so einer großen Gruppe ist es dann sowieso schöner auf einem Campingplatz. Dann kann man sich auch ein bisschen ausbreiten. Ja, hat sich auch gelohnt, war schön. Auch der See halt, das mit dem Kiten war ein bisschen schade, dass das halt nicht ging. Da hätte ich mich wohl, habe ich nachher erfahren, hätte ich mich irgendwie vorher auch anmelden können. Da gibt es halt so eine Kiteschule, da hätte man wohl mal fragen können, weil die fahren halt mit Boot raus. Die starten dann, also das ist wohl erlaubt, man muss 150 Meter von der Uferzone weg sein und dann darf man da halt kiten. Und die haben irgendwie so eine Plattform oder ein Boot und dann fährt man raus, baut da drauf und auf und kann halt direkt auf dem Wasser fahren. Und ja, würde ich nächstes Mal vielleicht machen, wenn man mal nochmal da so durchfährt. Muss man halt nur dran denken und das rechtzeitig machen. Und aber war ja trotzdem schön da. War trotzdem schön, auch könnte man es gut aushalten auch am Strand. Könnte man den anderen zugucken beim Kiten. Ja, aber die Kulisse war wunderschön, also mit den Bergen und dem blauen Wasser. Also es ist sehr sehenswert. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also so ein paar kleine Wanderungen da in die Berge zu machen. Die Aussicht ist halt atemberaubend. Selbst bei den Wolken, die wir jetzt haben, vielleicht auch ganz gut, weil so brannte die Sonne nicht, so wie die letzten Tage. Da war es auch ein bisschen zu heiß zum Wandern. Also es ist richtig angenehm, richtig schön. Wir sind gerade mal hier ein bisschen inspizieren, was für Kletterrouten es gibt. Das ist schon ganz witzig. Sonst immer haben wir immer geguckt, wo wir als nächstes hinfahren, wo wir so klettern können. Und hier in der Schweiz ist es eigentlich so, man sucht sich irgendwo einen Platz und dann guckt man, was für Kletterrouten in der Nähe sind. Und wir haben, glaube ich, hier so 5, 6 verschiedene Klettergebiete, die wir jetzt alle fußläufig erreichen können. Und da schauen wir uns jetzt erstmal ein bisschen um, welche wir denn so gehen wollen. Jetzt gehen wir noch zur Toni-Zimmermann-Route, uns die mal einmal angucken. Das ist so eine Meersalroute und auch nicht weit weg. Ich glaube, 1 Kilometer von unserem Platz. Also da unten steht das Auto. Ganz netter Platz. Vielleicht ein bisschen laut manchmal mit den Schienen, aber ist okay. Man gewöhnt sich dran. Die befahrene Straße, die man da hinten sieht, das ist die Gotthardstraße. Die Route scheint ganz gut besucht zu sein.
Vor uns sind eben auch ein paar Kletterer hochgegangen und ich glaube, ich habe auch schon Echsenklippen gehört. Da oben am Routeneingang stehen auch gerade welche. Wir gucken uns das mal an. So, wir machen uns jetzt mal fertig für unsere Tour. Die haben wir ja gestern schon ausgekundschaftet. Die Toni-Zimmermann-Route, die wir heute gehen wollen, ist eigentlich eine ganz entspannte Route. Also ich habe irgendwie in der Tourenbeschreibung stand drin, wenn man auf der Suche ist nach Big Walls und großen Abenteuern, ist man da falsch. Fand ich sehr witzig. Und soll eine schöne Aussicht sein und wir sind schon gespannt. Jetzt erstmal Sachen packen, also umpacken, die ganzen Rucksäcke und sowas. Das dauert bei uns immer etwas. Kannst du die Helme schon mal geben? Ach, da liegen die schon. Bei der Tour heute nehmen wir auch nur unser 30 Meter Seil mit. Also wir haben auch nur zwei Seile. Wir haben 30 Meter und ein 80 Meter Seil. Ideal wäre nochmal eine Zwischengröße zu haben. Aber die einzelnen Pitches bei der Tour, also die Stellen, also die man klettert, im Prinzip dann Stand baut und der Nachsteiger dann hinterherkommt, die sind halt maximal 20 Meter auseinander und da kommen wir halt mit einem 30 Meter Seil ganz gut hin. Einziges Problem wäre, wenn man natürlich absteigen würde, weil dann würde man an diesen Positionen, an diesen Pitchen, würde man halt das Seil durchziehen und würde sich ablassen und da hat man halt nur die halbe Seillänge, also 15 Meter beim 30 Meter Seil und dann würde man nicht zum letzten Stand runterkommen und könnte sich so halt nicht ablassen. Ich glaube, die ganze Route hat 6 Pitches. Ist jetzt bei der Route egal, weil die ist jetzt auch nicht allzu schwer, die ist mit einer 4C bewertet und wir gehen dann halt rauf und gehen dann nachher letztendlich den Wanderweg zurück und gehen da dann wieder runter. Also ganz entspannt bei schönem Sonnenschein. Ja, das mit der Orientierung müssen wir noch üben. Also wir müssen da hinten irgendwo hin. Wir sind hier gestern sogar schon lang gegangen, aber irgendwie hier in diesem kleinen Ort haben wir uns gerade verlaufen etwas. Hier sieht auch jeder Hauseingang gleich aus. Ja gut, das stimmt. Aber ich erkenne es wieder, also wir waren hier gestern schon. Ich sehe auch schon die Felswand. Weil jeder Hauseingang gleich ist. Da lang. Da kommen wir jetzt auch durch. Ja, das stimmt. Also in der Straße waren wir gestern. Die Hausreihen sehen hier wirklich alle irgendwie gleich aus. Kein Wunder, dass wir uns verlaufen haben. So, wir sind fertig. Ich bin durchgeschwitzt, wir können zurück. Ja, mittags halt, ne? Ah ja, es ist natürlich wieder Mittagssonne, ja. Hm. Weiter geht's, los. Ich kann schon meinen Standplatz sehen. Ich hab Stand. Kannst mich aus der Sicherung nehmen. Erste Etappe geschafft. Noch nicht ganz. Achso, ja, Entschuldigung. Du musst erst hier neben mir stehen. Ist ja gleich soweit. Ja, hier sind sogar noch die originalen Schlaghaken von der Erstbegehung. Wir nutzen aber die neu gemachten Bohrhaken. So.
So, Hälfte haben wir geschafft. Wir sind jetzt im dritten Pitch. Oder wir haben den dritten Pitch jetzt geschafft. Jetzt geht's in den vierten. Genau. Dann kommen noch zwei, genau. Ja. Und noch ist im Schatten. Aber jetzt, glaube ich, klettern wir gleich aus dem Schatten raus und sind in der Sonne. Das erhöht dann den Schwierigkeitsgrad nochmal. Was ist das? Geocache oder Gipfelbuch? Ah, das schießt mich gerade raus. Das ist meine Standplatz-Schlinge. Geocache. Ah, nein, das haben wir verraten, dass sie oben geocachen. Das hält fest, das ist ja gut. Ist auf jeden Fall gut erreichbar. So, wieder verpackt. Jetzt weiß ich, warum hier auch ein Trampelpfad so von der Seite ist. Das ist vielleicht für die Geocacher, die nicht klettern wollen. Die laufen einfach hier den Trampelpfad lang. So, wir sind jetzt oben angekommen. Also ich. Andrea ist noch auf dem Weg. So, jetzt hast du es geschafft. Ja, noch nicht gern. Letzte 2 Meter noch. Warte, ich wechsle.